meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Rise of Insanity. Und Leute, 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 Premiere, Premiere, Premiere. Wir haben jemanden mit am Start, den guten Cynix. Willst du irgendwas sagen? Warte mal, ist mich hier. Ich meine dich, mein Freund. Ja, ich bin und gespannt. Und vielen Dank, meine Lieben. Schön, dass er was sagen konnte. Nein, also sag was, komm. Nee, ich bin eigentlich nicht so der Typ, wo Horrorspiele spielt, aber dieser Typ, dieser verrückte Typ hier, hat mich irgendwie trotzdem überredet. Und was spielen wir? Rise of Insanity. Rise of Insanity? Genau, Rise of Insanity. Wir werden es wahrscheinlich so machen, dass er ein Part spielt, ich spiele ein Part. Oder wir wechseln ab, oder ich lasse ihn spielen. Genau, mal gucken, je nachdem, wer wie viel Angst bekommen hat. Genau. Ey Leute, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer am meisten Schiss haben wird. Ich oder Cynix. Schreibt's rein, wer mitmachen will. Der Gewinner kriegt von mir einen Kuss auf die Stirn. Irgendwie sowas. Okay. Ich muss dazu sagen, der Cynix hat die letzten drei Parts noch nicht geguckt. Jetzt kommt's. Jetzt geht's los, Mann. Hast du guten Sound, ja? Ja, Mann. Okay, passt. Richtig geiler Sound. Richtig geiler Sound, dann machen wir noch ein bisschen mehr. Es muss richtig, richtig geiler Sound sein. Das muss halt wehtun in den Ohren. Genau. Ja, wir spielen jetzt einfach mal, ne? Wie gesagt, ich mach mal 20 Minuten, er macht noch 20 Minuten. Der Part wird ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Und ich hoffe, die Soundqualität ist gut, weil wir das Mikrofon so ein bisschen in der Mitte haben. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt deabonnieren. Also, was haben jetzt. Wir denn? Genau. Ach, ich drücke mal Dings. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um, was wir haben. Oh, ausmachen. Okay, passt. Also erzähl mal, was hast du in den letzten Parts gemacht, damit ich so ein bisschen reinkomme hier? Ich glaube, der Fernseher will uns verarschen, Alter. Oh. Also ich glaube, das erklärt alles. Diagnose Autismus. Ich hab dich etwas gefragt. Halt die Fresse, Mann. Das war jetzt einfach absolut nicht geplant. Ist das wieder gut? Hey, dreh dich um, da ist etwas, Mann. Nein, da ist nichts. Da ist was. Oh, das muss, die Kamera muss wieder fokussieren. Ja, jetzt ist gut. Nein, die. Ich glaube, ich habe die Kamera kaputt gemacht. Jetzt hast du die Kamera kaputt gemacht. Ich glaube, da ist sie. Ey, scheiße. Oder habe ich die verschmiert oder sowas? Autofokus? Autofokus. 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 Alter, jetzt wird's langsam peinlich, wenn wir das weitermachen. Jetzt ist gut, Mann. Ah, es hat ein bisschen Licht gebraucht hier. So, und nochmal rein. Okay. Leute, okay, wir sind zurück. Das war geplant, natürlich, ja, von Anfang natürlich, an. Klar, hey, ich hab mich mega erschreckt jetzt. Ja, Mann, komm, melde dich jetzt. Also, Fernseher ausmachen, Fernseher ist aus, also. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, beim Erschrecken waren wir stehen geblieben. Also, erzähl mal, was hast du in der letzten Zeit? Ja, was soll ich sagen? Irgendwie finde ich es immer noch ein bisschen unklar, wie man spielt. Entweder spielt man halt so einen Psychologen oder man spielt einfach, hauptsächlich geht es um die Story vom Edward, würde ich sagen, ne? Der hat so ein bisschen psychische Erkrankungen und angeblich hat er... Angeblich hat er eine Familie umgebracht, ne? Okay. Eine Frau hat er umgebracht mit ihrem Kind und Scheiße, Alter, ich kann mich nicht... Ja, haben wir Glück gehabt, ne? Zwei Meter weiter hinten und es wäre vorbei gewesen. Genau. Am besten guckst du dir die Parts einfach an. Ganz ehrlich. Machen wir es so. Ich bin gerade mega konzentriert jetzt. Ja, gut. Ich werde versuchen, den hier ein bisschen zu navigieren. Genau. Mach die Tür auf. Spring! Aus dem Fenster springen, ja? Oh, wir dürfen in den Keller. Oh. Toilettenpapier nicht vergessen? Ja. Der hat einmal das Wasser laufen lassen, meine Freunde. Ist das? Gummistiefel. Okay. Müssen wir da runter? Nee, oder? Nee, keine Chance. Ich muss dir ehrlich aber sagen, ich weiß selber noch nicht wirklich, was wir hier in dem Spiel machen. Es ist noch sehr wirr. Es sind viele Orte, an die man reist. Gehst du durch eine Tür und kommst... Schau mal dort links. Dieses Bild, das war. Ja, das habe ich das letzte Mal schon gesehen. Da oben links ist noch ein Gesicht. Stimmt. Alter. Ist das ein Stab? Oder ein Stock oder was? Reingeguckt. Ja, sowas ähnliches. Vielleicht eine Brille oder sowas. Okay, sorry, wollte nicht unterbrechen. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ja. Oh, ein Teddybär. Oh, ich hasse Clowns. Ich hasse Clowns. Ja, schau mal, wie er dich ansieht. Ist voll mit dem Blut verschmiert auch noch. Ihm fehlt ein Auge.
Die kann man sammeln, die Gummienten. Achso. Das sind so Achievements oder sowas, wo du hier holen kannst. Also wie gesagt, ich muss sagen, ich weiß noch nicht wirklich... Toter Scheiße. Ich spiele so Spiele nicht. Ich spiele das nicht. Das ist jetzt alles so ein Neuland für mich. Ja, genau. Er spielt meistens so Mario und so Zeug. Also wirklich, ja. Gnadenlose Raben. Tierpsychologie von Juliette Simpson. Jeden Morgen werden zwei Raben Gedanken und Erinnerungen freigelassen und fliegen über die Welt. Ende. Aber mehr gibt's hier nicht zu finden. Ah, dort haben wir wieder eine Zeichnung gefunden. Ich habe herausgefunden, dass die Zeichnungen manchmal einen vielleicht Hinweise oder Tipps geben könnten. Hier siehst du jetzt irgendeine Frau erstochen von einem Messer. Das könnte oben ein Rabe sein. Das ist das Kind. Du musst überlegen, das ist das Kind, wo das gezeichnet hat. Okay. Also wirklich krank irgendwie. Krankes Kind. Ups, Entschuldigung. Das hat anscheinend auch wirklich so ein bisschen psychologische, psychische Probleme anscheinend. Da kannst du nichts. Das Buch haben wir schon gesehen. Aber ich glaube, nachdem man meistens die Bilder gesehen hat. Mach nicht so laute Geräusche, Mann. Ja, ich probiere zu schleichen, geht nicht. Hier kommen wir immer noch nicht hoch, oder? Ah, oh, doch, wir kommen hoch. Leute, ihr müsst mich entschuldigen. Ihr müsst mich entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet. Kann sein, ich ab und zu huste. Oben war ich jetzt noch gar nicht. Okay. Am besten alles erkunden. Ja, ein bisschen rumgucken. Jede einzige Tür. Jede einzelne Pflanze. Jede einzelne Pflanze. Dran riechen, gießen. Genau, im Regen gießen, ne? Hallo? Ist keine Tür offen, oder? Ah, so eine Lampe. Was ist das? Ein Papagei? Ja, aber ein komischer. Ah, hier steht was drauf. Erinnerung 1942, aber ich habe mehr Angst, dass Erinnerung zurückkehren könnte. Was? Erinnerung zurückgehen könnte. Kehren. Dass Erinnerung zurückkehren könnte. Könnte? Ich glaube, das ist eine falsche Übersetzung. Patient. Data today is 28th of March. March. No. Weird case. Only experimental methods. Only experimental. No. Why him? Why him? I don't know. Weird case. Das war jetzt der Psychologe gewesen. Der hinterlässt immer so ein bisschen so Tonbänder, weißt du? Und bei ihm geht's hauptsächlich um den Patienten Edward einfach. Und der hat anscheinend wirkliche Störungen. Also ist das das Kind? Nee, der Edward ist der Gärtner hier vom Haus. Okay. Genau, und der hat anscheinend irgendwelche Störungen oder ich weiß es nicht. Hat er seinen Lohn nicht bekommen? Ne? Irgendwie sowas, genau, irgendwie sowas. Das sind nur Raben. Ruhig dich. Was ist das? Kannst du jetzt rausspringen? Ich würde gern. Ich würde gern raus aus dem Haus hier. Okay. Puh. Vielleicht mal. Okay. Telefon. Genau, wenn das Telefon klingelt, ist meistens so, du nimmst ab. Und springst dann meistens, ich glaube, das sind Erinnerungen, in die du springst. Ich weiß es nicht. Oder Träume. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleich was ganz woanders wahrscheinlich. Okay. Combox. Jetzt passiert aber nichts, oder? Na, also, weiß ich nicht. Kann man gechillt schauen, oder? Kann man ganz gechillt schauen. Okay. Am besten mit seinem 6-jährigen Sohn oder sowas. Okay. Ah, jetzt ist gut. Ja, das kam vorher nicht. Also am Montag ist mein Vater geboren, glaub, hat sie gesagt. On Friday, he had a family. On Wednesday, his dreams did not allow him to sleep. So on Thursday day, visited the doctor to confess so deep. On Friday night, he did what the doctor told him to do. On Saturday, he did not have his family. He did seduce. The Sunday morning, he slept on. So
Also ich frage mich, ob das Spiel jetzt fertig ist. Kann ja sein, das Spiel geht wirklich nicht lang, anscheinend, habe ich gehört. Oder ob es jetzt erst richtig losgeht. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Wenn du nicht mal weißt, um was es bisher geht, denke ich schon, dass es weitergeht, oder? Ne, ich würde auch sagen, solange noch nicht so ein bisschen von der Story klar ist. Sieht das strange aus. Der Psychologe, Dr. Stephen Dowell, der hat anscheinend mit seinen Patienten ganz komische Therapien gemacht. Ja. Und das geht's da drinnen auch. Das hat man lesen können. Okay. Sehr fragwürdige Therapien. Und das hast du jetzt vielleicht gerade so ein bisschen gesehen. Er hat auch so eine komische Rabenmaske angehabt. Der Therapeut. Genau, richtig. Die hat man früher sowas in der Art, hat man in der Pestzeit hat man das benutzt, um sich nicht anzustecken. Würdest du zu jemandem in Therapie gehen, der eine Maske anhat? Cool. Ey, ist doch eine ernste Frage, oder? Ja, genau. Schau mal, und einer mit Maske, der noch Klavier spielt. Oh, runtergefallen. Ich wollte auch runterspringen. Springen. Springen. Scott, Nate. Es geht nicht. Oh. Oder? Ich dachte jetzt. Sackgasse. Hast du das Schild nicht gesehen? Jetzt musst du vielleicht da rüberspringen, oder? Meinst du? Nee, geht nicht. Und einfach kurz warten, bis etwas passiert. Ich denke auch. Ach, nein, da ist jetzt ein Boden. Ah, eine Ente. Was bringen die Enten? Ich weiß es eben noch nicht. Achso. Die konnte man einsammeln die ganze Zeit während des Spiels. Das ist so strange. Vielleicht bekommst du am Ende so ein Entenboot und dann kannst du... Oh, muss gucken, gleich kommt sicher irgendein Jumpscare, wenn... Oder auch nicht. Es geht weiter. Mega komisch. Ey, hier ist sicher, komm ich ins Badezimmer, meine Liebe. Bist du wieder im gleichen... Ja. Ja, das, aber jetzt... Aber ohne Felsen, ne? Genau. Und es regnet auch diesmal. Oh, köpfen Sie den Typen da? Hast du das Bild gesehen? Hä? Hast du das Bild gesehen? Das Bild? Ja, da köpfen Oha. Sie doch rein, oder? Oh. Und sowas haben die über dem Bett hängen. Ja? Ist ja übel. Er hat wahrscheinlich seine Rechnungen nicht gezahlt, oder? Genau. Seine Steuer... Oh, hast du den Schatten gesehen? Ja, da war ein Schatten. Schau mal noch hinter dir. Ist nichts da. Ah, jetzt kannst du nicht hoch. Wir kommen hier nicht durch, wegen zwei Stühlen. Oh. Was machen das, wir das nur? Erinnert mich an so ein Spiel. Da Sims ging das, konntest du auch einen so mega einbauen. Nee, an Pokémon. Ah ja, so genau. Diesen kleinen scheiß Baum hast. Ja, wegen so einem kleinen Schneider. Baum. Genau, richtig. Da kommen wir nicht rein. Okay. Warte, wir sollten ins Badezimmer kommen, hat sie gesagt, ne? Honey, bring the towel from the bedroom. I forgot about it completely. Abgeschlossen. Ja, das ist da reinkommen und es ist abgeschlossen. Sie hat gesagt, wir sollen ein Handtuch bringen, ne? Handtuch aus dem Badezimmer. Das ist das Badezimmer. Eben, sie ist doch im Badezimmer. Sie meinte wahrscheinlich Schlafzimmer oder sowas. Ich glaube, mit der Übersetzung hakt es noch so ein bisschen. Ja, zu viel heißer Rauch, weißt du. Genau, richtig. Hat sich ein bisschen das Gehirn vernebelt. Das ist ein Buch. Guck mal, warte. Nein, der ist ein Zimmer. Ich habe keine Zeit, mich um den Garten zu kümmern. Das ist eben der Edward, der Gärtner, der Patient, glaube ich auch. Ich habe Steven gebeten, mir zu helfen oder jemanden einzustellen, der helfen kann. Zumindest, dass er, das kann er tun. Das ist alles, was ich erwarten kann. Ich habe genug von Stevens verrückten Versuchen, ein Genie aus unserem Kind zu machen. Steven übertreibt, ihn ins Krankenhaus zu bringen und dort irgendwelche Methoden an ihm auszuprobieren, ist eine kranke Marotte. Ich glaube, dass diese Ehe ein großer Fehler war. Ich werde Teddy zu seiner Großmutter bringen. Das ist anscheinend das kleine Kind, Teddy. Vielleicht kann er dort eine Pause von seinem Vater bekommen. Ich weiß... Na, ich kann noch nicht wirklich sagen, wer hier wer leider ist. Da bin ich leider noch nicht... Warte, wir gehen mal ins Wohnzimmer. Also wir müssen den Handtuch bringen. Mhm. Da, kannst du ja so eins nehmen. Ja.
Vielleicht fehlt immer noch eine Gummiente. Nee. Oh, guck mal, da wieder eine Zeichnung. Krähe auf dem Schaf. Ne? Ja, ja, immer. Das aber was hat sie dort gegraben? Nach einem Schatz oder was? Na, es ist einfach ein Loch wahrscheinlich in der Erde. Aber was, siehst du das Gesicht? Findest du das ein Gesicht drin? Nee, nee, das Gesicht oben vom Raben. Ja. Versucht das etwas zu tragen oder. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, nochmal. Warte mal. Da kommen wir nicht rein? Hä? Da kommst du nicht rein, ey. Genau. Sie hat gesagt, wir sollen ihr ein Handtuch bringen. Ja. Bin ich jetzt vollkommen blöd? Wo ist eigentlich dieser Clown? Der Clown? Da oben ist er auf dem Regal, links. Ja, da. Ah ja, da. Sogar immer noch mit Blut beschmiert, siehst du? Ja. Anscheinend. Oder vielleicht ist es Farbe. Man muss hier nicht immer gleich alles, was rot ist, denken, dass es Blut ist. Da kommen wir nicht rein. Von dort, wo du gekommen bist. Hier muss das Handtuch irgendwo sein. Ah. 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 Ja. Das sieht aber nicht das wie ein Handtuch. Warum auch immer ein Handtuch im Kleiderschrank hängt, ja. Und jetzt ist aufgeschlossen plötzlich, ne? Ja, jetzt mach du zu. Augen zu, ich zieh mich jetzt aus. Wenn nee, nicht. Jetzt musst du raus. Oh, jetzt musst du nicht. Geht nicht. Oh. Und jetzt wieder so eine Illusion. Ich hasse. Ist wieder gut, ja? Ich glaube, die hatte. Ich bin in einer Zwickmühle, was unsere Beziehung angeht. Steven ist mein Arbeitgeber und ich schulde ihm eine Menge, aber ich weiß, hier geht es nicht um die Unterhaltung in den Briefen. Treffen wir uns in 2 Tagen am üblichen Ort im Garten. Ah, sie geht fremd, ja? Weiß ich nicht. Muss ja nicht immer gleich heißen, dass sie fremd gehen. Jetzt ist wieder offen. Mach mal dein Bad auf. Hm? Mach mal diesen Vorhang auf. Den Vorhang geht nicht auf. Kann ich nichts machen. So, schade. Das Telefon klingelt wieder. Telefon. Mal gucken. Oh, jetzt sind wir hier. Das finde ich am schlimmsten, das Krankenhaus. Das ist ein Brief. Lieber Abraham, vielen Dank, dass du mir den Bericht über deinen IQ-Test bei Kindern von Alfred Binet geschickt hast. Über einen IQ-Test bei Kindern. Ich glaube, die Übersetzung stimmt manchmal nicht. Dank diesem Bericht kam mir eine tolle Idee. Ich werde dir jetzt nicht die Einzelheiten verraten, weil ich es nicht beschreiben will, aber sie hängt mit der Erhöhung des IQs von sehr jungen Kindern, die am Anfang ihrer geistigen Entwicklung zusammenstehen. Ich weiß, mein Lesen ist heute. Die Musik wird immer schlimmer. Meinst du? Ja, die Musik ist einfach scheiße, glaube ich. Kann dich jemand erschrecken, wenn du liest? Nein, das geht nicht. Hoffe ich. Weißt du so? Nee, ich bin am Lesen. Warte. Geht jetzt grad nicht. Das wird revolutionär. Stelle dir nur vor, dass die intellektuelle Elite so früh entwickelt und gefördert werden, um unsere Welt und die Wissenschaft voranzutreiben. Die Menschheit könnte dieses enorme Entwicklungswachstum miterleben. Dank meiner Forschung. Liebe Grüße, Steven. Da hat jemand anscheinend eine Methode entwickelt, um den IQ, du weißt, was ein IQ ist? Das ist das, was bei dir nur einstellig ist. Genau, um den zu erhöhen. Ich hoffe, wir müssen nicht runter in den Keller wieder, Alter. Guck mal, ein bisschen am Medizinschrank, da ist nur Bären. Kannst du noch helfen, ne? Nichts von. Warte, geh mal links da. Nochmal rein, da wäre es die Waage. Was sind das für Bilder? Ja, das ist so eine Augenklinik, so ein bisschen, weißt du? Für Augenärzte. Das Zimmer hieß ja extra für Augenärzte. Da kannst du auch einen Sehtest machen und so. Kann ich ihn hier machen? Den kannst du da machen, ja. Der ist auch staatlich anerkannt, ist der da. Warte, jetzt gehen wir erstmal noch hier ins
Zimmer 9. Hallo. Wie kann man diese Tür? Research theme. The test of the therapy increasing the intelligence among children. The subject of the research, Theodore Dowell. The first attempts to increase IQ, I started using suggestion and manipulation method during REM sleep. The subject handled the experiment very well. I began the observation and started the manual visual tests phase. Also sie haben anscheinend angefangen schon. Ist das jetzt ein Film oder? Kann man nur an- und ausschalten. Hm. Okay. Ich muss das länger anschauen. Was ist das? Ja, das sind die Verfärbungen in der Wand wahrscheinlich. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen hier draußen eher was machen. Weil ich habe ja gehört, dass... Ja, der Fahrstuhl ist aufgegangen. Guck mal da hinten. Das heißt, wir müssen runter in den Keller. Ist das St. Jonah? Ja, das ist das Hospital. Das Krankenhaus. So heißt das. Kommt jetzt hier auch so eine coole Liftmusik. Ja, genau. Wir könnten ja jetzt hier Fahrstuhlmusik einfügen. Ja, das mache mach ich jetzt auch. Ja, das mache ich jetzt. Und dann ist es. Möchtest du mal weiterspielen? Hm? Ja? Was? Willst du mal weiterspielen? Okay. Okay? Also Leute, wir tauschen schnell. Und wir sind wieder am Start und wir haben mal gewechselt. Der gute Cynix ist jetzt... Cynix. Cynix. Mach mal nice. Cynix, nicht Cynix. Also Cynix. Cynix. So Leute, ich dachte, wir wechseln mal hier an der besten Stelle für den guten Cynix, damit der auch mal ein bisschen zum Genuss kommt. Ja, lenken kannst du mit dem Ding in deiner rechten Hand da übrigens. Ja. Ne? Das weiß ich noch, ja. Mein IQ genügt dein, für das. Genau, dein einstelliger IQ, gell. Ey, Alter, wenn ich schon die Schritte höher mache, ich bekomme ich Angst. Und da ist lauter, gell, auf den Kopfhörern, die du hast. Warte mal, jetzt musst du mir kurz erklären. Ja. Mit E öffne ich die Türen, oder? Ja, richtig. Wie kann ich... Nee, mit der Maustaste, rechte Maustaste öffne ich die Maustaste. Rechte Maustaste. Indem du drauf drückst, ja. Wie kann ich den Geist schlagen oder was auch immer? Mit Alt-F4. Achso, okay. Den Geist schlagen. Okay, liebe Leute, wir... Ich werde es mir mal versuchen. Oh, scheiße. Probier die Kamera ein bisschen ruhiger zu halten. Das ist ja leichter zum Gucken für die Leute, dass du nicht so die ganze Zeit hin und her schwenkst. Das ist Blut, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt rennen muss oder einfach... Nee, Quatsch. Klick mal da drauf, genau. Sieht kaputt aus. Was ist denn das, eine Lampe? Was war denn das? Dreh dich mal um. Also im Game umdrehen. Ach so. In der Tür drinne. Oh mein Gott, ist das schwarz. Was ist das dann? Ich würde nicht zurückgehen. Irgendwie. Irgendetwas will mit mir reden, aber ich will nicht. Geh mal lieber weiter. Oh, das! Ich mach mal die Tür zu, man weiß ja nicht. Genau, sicher, sicher. Ne? Wenn ein Monster kommt, dann kommt es natürlich nicht rein, wenn die Tür ist. Ah, das hier ist ein bisschen. Rätsel, das ist ein Rätsel. Rätsel? Mhm. Ich kann mich... Oh! Was ist das? Alter, ich will das Rätsel nicht mehr spielen. Ey, mein Deutsch ist voller Marsch, ey. Ich will das Rätsel nicht mehr spielen. Dein ganzes Leben ist im Arsch. Nee, ey, du musst das Rätsel spielen. Wahrscheinlich geht's nicht weiter. Ja, aber schau mal, was du mich da anschaust, Mann. Deine Mutter ist... Nein, also komm. Ich glaube, ich muss immer auf das mit dem Licht drücken. Du musst schaffen wahrscheinlich, dass alle Lampen gleichzeitig leuchten. Also das Gesicht, ich muss das... Ah, das sieht nicht schlimm aus. Mach mal den ganz rechts. Komm, ich helfe dir. Ich schau mal auf... Ja, ja, warte, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das... Na, ah, falsch. Nochmal resetten. Was, ja. Reset? Wo bist du? Da unten kannst du resetten. Der untere Kopf resettet. Ach so. Genau. Ah, ist klar. Jetzt machst du... Na, reset nochmal. Au. Warte mal, lass mich mal hier machen. Wieso kann ich nicht hier drauf drücken? Ach, das Gesicht, ey. Du kannst... du drückst einfach durcheinander jetzt. Nein, ich muss ausprobieren. Ich muss eine Analyse machen. Weißt du mal? Also du, eins? Der rechte... Nein, der rechte ist der erste. Also der? Das ist der erste. Wie weißt du das? Weil da das der einzigste ist, wo gerade drei auf einmal leuchten. So, jetzt drückst du mal den zweiten von links. Genau. Und jetzt den dritten von links. Nein. Ja, der dritte von links. Ja, nee, ich hab's... Eins, zwei, drei. Ja, okay, ich hab's falsch gesagt. Ja. Nochmal reset. Jetzt drückst du mit dem ganz rechten. Weißt du, ich habe nur ein Mikrofon 1, weißt du? Genau. Ich hab's. Ah ja. Oh, wie konnte ich das vergessen?
Genau, jetzt der zweite von links. Jetzt den ganz links, ja. Ja, okay, das ist jetzt weniger gruselig als vorhin. Ey, pass auf, wenn du dich umdrehst, ne? Du weißt nie, was passiert. Ey, ich sag's nur. Okay, alles gut. Und jetzt? Reset? Jetzt gehen wir wieder raus. Ah, es ist was rausgekommen. Guck mal da, da ist was rausgekommen. Achso. Ein Schlüssel. Ah. Mit einem Rabenkopf. Okay. Sieht aber nice aus. Das kannst du auch in VR spielen, falls du Lust hast. Was? Das könnte noch in VR spielen, falls du Lust hast. Ich habe die Tür zugemacht. Mir kann jetzt nichts passieren eigentlich. Was gibt's hier? Aber jetzt nicht, bin ich nicht so schlimm aus wie vorher. Ja, du hast dich halt vorhin ein bisschen erschreckt. Bist halt ein bisschen schreckhaft gewesen. Kannst du geradeaus in die Tür reingehen? Ja, der macht wieder zu. Ja, vielleicht hört mich jemand und dann kommt da gar nicht die Genau, Hände. Wenn du die Tür zumachst, hört man es ja nicht. Guck mal da durch die Scheibe, vielleicht passiert da was. Nee. Nee, geht nicht. Immer so weiter. Rechts ist gut. Ich habe immer Angst, durch das Glas zu gucken, Alter. Am Ende kommt einfach so ein Gesicht, stell dir vor. Scheiße, das war, glaube ich, links oder rechts? Ich gehe mal links, sonst gehe ich immer rechts. Genau, mach die Tür aber zu, gell? Ein bisschen trinken, ja. Oh, eine Operationssaal. Das sieht aus wie eine Folterkammer wieder. Halt, was ist das? Eine Gummiente? Nee. Ah, eine für Glühbirne. Das Ding draußen wahrscheinlich, was kaputt war. Was ist das hier oben? Ah, so etwas zum... Ein Hammer, eine... Das sind so, ein Suppenteller so, oder nee, so? Das sind so Behälter, da haben die früher die Gedärme ja. so reingelegt. Die Instrumente so. Da, ja. Ja, genau. Die, oder die Instrumente, genau. Oh, und der arme Kerl, der hier liegt, kann sich nicht mehr bewegen und dann wird einfach genau. zu Salami gemacht oder so. Irgend sowas, ja. Ah, und da sitzen... Und da sitzen die Leute und gucken zu und bewerten das Ganze dann. Eieiei. Ist hier hinten was noch? Das sieht auch so wie aus, wie ein Flipchart, so ein groß, oder so ein Foto, so ein Foto-Hintergrund, weißt du so? Genau. So Instagram und so. So ein Instagram-Filter. Ah, oh, ne, jetzt muss ich wieder da. Geradeaus. Ja, da rein. Und da die will. Kopfhörer gehen, rutschen runter vor Angst, weißt du? Die Kopfhörer wollen schon weg sogar. Aber bis jetzt ist ja eigentlich easy, ist noch nicht viel passiert, ist sehr gut. Ist okay, ist einfach dunkel, ja. Genau, ist einfach ein bisschen dunkel. Ich habe mich langsam da gewöhnt an der Steuerung, sonst... Da gibt's gar nichts, ne? Nö. Das ist nur so ein Spielezimmer hier für die Psychopathen. Ich glaube, du musst jetzt... Was ist denn das? Ah, das ist die Lampe. Ich dachte, da steht Scheiß, einer, Alter. Man, komm jetzt, es sah aus, als würde einer stehen. Ja, Leute, sieht das aus, als würde jemand stehen da? Ja, man, so ein komisches Gesicht, man, so wie der da. Nee, das... Man sieht doch gleich, dass das Teil ist, wo die Ärzte haben, zum genau, Lasern und so. Bist mir auch ein bisschen gelasert hier. Rechts, geh erstmal gucken bei der Haupttür. Rechts, ob du da reinkommst. Nee. Okay. Hallo. So, was habe ich? Ich habe eine Glühbirne. Du hast gefunden. Eine Glühbirne. Wahrscheinlich musst du die Lampe reparieren. Welche Lampe? Da in der Mitte, da wo so der Schatten da musst du wieder zurück, da wo so gemütlich und kuschelig. Da wird's passiert was. Ach Quatsch, da passiert nichts. Hallo, ich habe eine Glühbirne. Oh. Ich glaube, da musst du lang. Ich will aber da nicht. Das ist der Aufzug. Ey, du kommst wieder nach oben. Ach so, ich dachte, da kommt jemand. Ja. Ich würde schnell nach oben, Alter. Ich weiß nicht, aber ich würde schnell nach oben. Ah, ich sag doch, dass ich rennen kann, Junge! Du kannst rennen. Ah gut, dann kann ich rennen hier, ey. Ey, dreh dich einfach nicht so schnell um. Mach das nie, ne? Hast du auch immer Angst, wenn der Fahrstuhl zugeht, dass der noch in der letzten Moment so angerannt kommt? Jetzt kommt so eine Fahrstuhlmusik einführen. Liftmusik, ja.